Herzlich willkommen back to Triple Play Dead Fucking Space 2. Gut, ich gehe mal gleich Munition kaufen. Halo Wars hat mich daran erinnert, danke. Dass ich doch Munition kaufen sollte, weil ansonsten bin ich anscheinend in der nächsten Zeit gewaltig am Arsch. Dann findet der Martin es sehr toll, was ich hier fabriziere und meint, dass er mich weiterhin unterstützen möchte, so wie ich das rausgelesen habe. Danke dir dafür. Hab ja gesagt, wer erwähnt werden möchte, das tue ich dann natürlich. Ich danke natürlich jedem von euch. Ich diese Scheißschild hier schon wieder. Steht hier immer und immer steht das Scheißding hier rum. Hier auch. Weg mit dem Dreck. Oh. Große Hallen, die fallen mir nicht. Als wenn ich nicht gewusst. Als wenn es nicht irgendwo klar war. Wie es wieder ich. Was ist denn denn? Mit den Hauen! Warum funktioniert das nicht? Die fallen. Geil. Wir greifen also alles an. Oh, jetzt mache ich hier echt schon wieder totalen Bullshit. Geht runter von mir. Oh, oh. Und Halleluja. Mehr. Atme jetzt. Atme keine Bastarde am Stiel. Auch weg. Weg. Dass wir jedes Mal nachladen, wenn nur weil ich einen scheiß Stromstoß fabrizieren muss. Oh. Und ich sehe in diesem scheiß dunklen Scheißgebiet einfach mal scheiße nichts. Weg mit dir. Meine Güte. Du gehst mal gucken, ob da hinten ist. Ey, scheint sicher zu sein. Du Geld. Nehmen wir mit. Oh, ein Teddybär. Weg mit dem Ding. Oh. Finde! Geh tot und bleib tot. Go to hell, bitch! Na komm. Das ist hier immer 3 Stunden dauert mit den scheiß Fahrstühlen. Aber jetzt stehen wir ja drinnen. Man sitzt ja nicht im Fahrstuhl, zumindest nicht hier. Auch das bringt die Zukunft überhaupt nicht. Ja? So rosig ist sie gar nicht, wie alle glauben. Obwohl, den Anzug finde ich nicht schlecht. Euch privat auch anziehen. Eier ein bisschen rumblödeln, das schon. Ein bisschen rumblödeln kann man ruhig mal machen, finde ich. Kapitel 5 schon? Halleluja. Speichern natürlich ab. Wie spät haben wir's? Keine Ahnung, ein Stück spielen wir noch. Aber Kapitel 5 schon. Ich bin fasziniert, weil es geht extremst schnell voran. Nichts gesagt, die Türen brauchen wieder ein Stück. Oh nee. Oh nee. Ach. Ich hasse solche Orte. Alles sieht gleich aus. Aus jeder Ecke kann ein Wichser gesprungen kommen. Also wie ich dieses Spiel kenne, wird das auch so sein. Hier war schon irgendwas. Hm. Finde ich jetzt nicht schön. Muss man nicht haben. Open up, open the bitch up. Menschenskinder, wir gehen immer rechts. Ja. Doch mal ein Ende hier. Ich hab's gewusst, das sah so komisch aus. Ich hab's gewusst. Dieses Skandal. Wer die Verarschen kennt. Ich hab's gewusst, das sah so komisch aus. Irgendwo war's klar, dass das jetzt passieren würde. Hallo! Wow! Das
Yeah. Komm her! Zeig ich dir mal, was Horror ist, mein Freund. Ich box dich dort, Kollege. Ah, sagst du jetzt? Wo war denn ein Stück Monsterdreck? Was willst du denn? Ich hab auch so Frau geguckt, da bist du nichts. Junge. Oh, das war. Das ist jetzt auch mal ein Ende hier. Hier gibt's nichts umsonst. Verkappten Mistviecher, hä? Nach Hause. Mama, gut, dass ich Munition gekauft habe. Danke, Halo Wars. Jetzt echt sonst vergessen. Boah, du Stricher. Jetzt habe ich mich echt erschrocken. Was soll das jetzt? Ach Gott. Machen die da unten? Tanzt die hier noch rum, oder was? Ja, das hätte ich jetzt auch wissen müssen. Er hat da seinen Kopf verloren und dann bricht er zusammen. Wie eine Klappstulle fällt er einfach in sich zusammen. Oh, oh, der ist nicht tot. Das habe ich gewusst. Wenn die Monster so umfallen, mittlerweile bin ich auch Dead Space. Ja, Veteran möchte ich nicht sagen. Aber ich habe schon halt ein bisschen öfters gespielt, um zu wissen, dass das gerade ein Fake Death war, würde ich mal sagen. Was haben wir jetzt hier? Was ist das? Ein Textlog. Lesen. Lesen war die Scheiße. Da steht hier Problem. Kryptosäre bleiben auf den Schienen stecken. Ja, es wird mir stinken, wenn ich da drinnen liegen würde oder so. Das wird nicht nur mir stinken. Und ich glaube, das stinkt nach einer Weile sowieso, wenn die da drinnen einfach mal so vergammeln. Und das nennt man in der Zukunft Gammelfleisch, liebe Kinder. Okay, Reparaturstatus. Schienensystem. Dass die Särge in die Krypta bringt, wurde inspiziert. Ein Sack steckte innen fest. Schwerelosigkeit wurde deaktiviert. Und der Sack der TK, also Telekinese, befreit. Sarg ist beschädigt, da mehrere Versuche nötig waren. Haben sie nicht viel gekriegt, war wohl ein Zuhälter drin. Schienensystem wurde inspiziert. Mehrere Stützstreben hätten sich gelöst und lägen auf den Schienen. Die Kälte in der Krypta ließ die unsauber geschweißten Nähte porös werden. Schienen wurden neu ausgerichtet und Stützstreben wieder angeschweißt. Test mit 5 Särgen verlief reibungslos in der 6. oder Stecken. Arbeit ausgeführt, Ticket geschlossen. Geschätzter Arbeitsaufwand 5 Stunden. Oh, ich sag falsch, das hier. Kann man das machen? Wenn man mir das uns verraten will. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, aber er ist verdammt hoch. Schwerkraftsteuerung ist deaktiviert. Dana? Verdammt. Ja, die will anscheinend nicht mit mir reden, die nette Frau. Die Schlampe. Dana, Dana. Am Arsch. Na, Stine Fingerkrieg, ey. Ich werde die so verhauen müssen. Echt, ey. Ach, jetzt auf immer redet sie wohl mit mir. Jetzt brauchst du nicht mehr ankommen, Schlampe. Da hab ich keine Lust mehr auf dich. Ach, jetzt kommt mir was von wegen nach oben. Ja, schön, ich fahr nach unten. Das ist echt eine tolle Hilfe. Nach oben, ich weiß ja nicht, wo du sitzt. Und wo sitzt sie dir deinen fetten Arsch breit und ich mache hier die ganze Arbeit. Was ist das denn hier? Ist das hier irgendwie die Weltraumdisco oder was? Hier muss noch die passende Mucke, aber die werde ich mir jetzt schenken. Auch machen. Ja, und was rumschmeißen? Ah, da ist was zum Drücken. Das muss man erstmal sehen. Es leuchtet blau und ziemlich hell, aber ich sehe es nicht. Das ist so lächerlich. War da, das ist ja nicht schwer. Jetzt habe ich was kaputt gemacht. Oh ne, jetzt dreht das Ding richtig am Rad. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Guckt euch das mal an, ey. Jeha! Ab, Mann. Das sind nicht Weltraumdisco. Kann ich jetzt machen, einfach da dran klatschen oder was? Das funktioniert sogar, ey. Einfach mal blind probieren, das funktioniert bei diesem Spiel sogar. Das ist nicht toll. Und das kommt dran klatschen. Ja. Und jetzt? Achso, hier sind noch mehr. Piep. Muss man das nicht sogar. Müsste ich das jetzt nicht eigentlich langsamer machen mit Stase? Das funktioniert auch so, wenn man sieht, ja, bumm, wann. Was jetzt? Ich kann da irgendwas drücken. Was soll ich machen?
ich glaube, ich muss es doch verlangsamen, also. Ran! Menschenskinder! Hab ich jetzt? Kann doch nicht so schwer sein, hier irgendwas dran zu klatschen. Na, hier komm jetzt dran, Junge. Es hing noch grad. Willst du mich verarschen oder was? Wieder dran. Doch verarschen willst du mich doch. Es hing noch gerade dran. Los jetzt. Jetzt, irgendwas passiert jetzt. Okay. Jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe. Das sieht aber geil aus hier. Sind das Tropfen oder so? Sieht auf jeden Fall richtig, richtig schön aus. Gefällt mir. Das haben sie geil gemacht in Dead Space 2. Oh, das ist nicht so geil da oben. Schnell, 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 schnell. Und die Grafik. Also, Hut ab, liebe Entwickler. Also da habt ihr euch richtig was einfallen lassen. Richtig. Okay, was ich jetzt machen muss. Ah, ich gehe ins Licht. Oh, what the fuck? Das ist Ärger. Kann ich hier rumschmeißen? Nee, schade. Jetzt. Warten wir, bis immer so ein Kasten rausgeflogen kommt oder was. Jetzt rennen. Los, rennen. Los, rennen, rennen, rennen. Das hat sogar funktioniert. Hast du gehört? Hä? Hä? Nee, das war die Maschine. So. Wohin jetzt? Ach, da ist was. Mensch, also langsam. Es ist ja schon geil, so rumzufliegen, aber es ist schwer zu kontrollieren. Austritt Schwerelosigkeit. Isaac. Verdammt. Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorgt mir die Frequenz des Störsenders. Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Veränderung? Nein. Wenn sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße. Das Signal wird schwächer. Folgen Sie dem Ordnungssignal. Ah, kaufen möchte ich jetzt hier nichts an dieser Stelle. Ja, ihr merkt schon, wenn jetzt auch diese Story-Sachen sind, rede ich nicht dazwischen. Wer hat schon wieder am Stromkasten gespielt? Mach doch mal einer den Strom wieder an, Mensch. Das nächste Mal bezahlt doch mal einfach die Rechnung. Das kann doch nicht so schwer sein. Darf ich jetzt speichern? Ja. Ich würde hier speichern mal jetzt nämlich. So. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Kommentar ist immer nett. Ein Däumchen nach oben ist natürlich auch nett. Wenn euch Triple Play gefällt und ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr jetzt auf die grüne Box klicken und mich abonnieren. Kostet nichts, würde mir aber immens weiterhelfen. Für alle, die mich schon abonniert haben, sei noch eins gesagt, ihr könnt mich natürlich auch weiterempfehlen. Natürlich. Das wäre sehr, sehr schön von euch. Also, bis zum nächsten Mal dann.